Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit einer weiteren Modifikation, diesmal der Bieberfelde Next Generation Modifikation, jawohl. Ich habe mir gedacht, wir spielen auch mal diese Modifikation an, ist auch richtig cool, macht auch richtig Spaß, ist aber auch richtig schwer. Wir starten jetzt gerade einfach mal das Freeplay, das ganz normale. Ist wie gesagt sehr schwer, weil man hier sehr vieles selber klicken muss. Ja, es ist hier nicht so einfach, dass man jetzt einfach sagt, ja, schick mir mal da einen Löschzug hin und dann bauen wir da einen Verteiler auf, da eine Wasserversorgung und alles wird gemacht. So ist es hier leider nicht. Man muss hier tatsächlich sehr vieles von Hand noch selber machen. Ist dadurch nicht schlecht, würde ich sagen, aber ist halt dadurch ein anderer Schwierigkeitsgrad irgendwie. Gefällt mir aber soweit ganz gut, macht richtig Bock. Auch die Fahrzeugmodelle wieder wunderschön, die Skins wieder richtig cool. Erinnert mich so ein bisschen an Frankfurt am Main, ich weiß aber gar nicht warum, aber so vom Stil her, ja, geht schon so die Richtung, finde ich. Ist aber, glaube ich, ja alles fiktiv. Da sind wir auch schon an der Berufsfeuerwehrwache angekommen. Wir haben hier diverse Rettungswagen dastehen, den Notarzt. Wir haben hier die Feuerwehrfahrzeuge, die, wie gesagt, so ein bisschen... Erinnert mich irgendwie ein bisschen an Frankfurt. Ich weiß nicht warum. Die muss versorgt und abtransportiert werden. Eventlog. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich wollte mir jetzt mal das Symbol anschauen, aber ich kann nichts damit anfangen. Naja, egal. Gut, wir sollen zwei Notfallsanitäter ins Haus schicken. Finde ich ganz gut. Das ist, glaube ich, ein recht entspannter Einsatz zum Start. Ich will gerade mal schauen, wo wir hier eigentlich sind auf der Minimap. Wir haben hier theoretisch irgendwo ein Rettungswagen-Symbol. Genau, hier haben wir Rettungswagen stehen. Ich weiß nur nicht, welche Wache das gerade ist. Ich weiß noch nicht, ob ich das irgendwie als Symbol hier drauf sehe. Ich glaube nicht. Ist jetzt die Frage, woher oder von wo schicken wir einen Rettungswagen hierher? Ich weiß halt leider nicht, welcher wo steht, gerade auswendig. Und wir haben hier ganz viele Rettungswachen. Ich würde jetzt einfach mal, ja, was nehmen wir denn? Feuerwehrwache nehmen wir nicht, wir nehmen Rettungsdienstwache. Könnte theoretisch die Wache sein. So, ich weiß aber, dass wenn man die Steuerungstaste drückt, kann man hier sehen, wie man das Fahrzeug quasi parkt und dann einfach mit Q und E-Taste das Symbol drehen und dann mit der rechten Maustaste kann man den Rettungswagen hierher schicken. Es könnte sogar passen, was ich ausgewählt habe. So auf den ersten Blick, jawohl. Aus Zufall in das richtige Fahrzeug ausgewählt. Das ist schön. Das ist schön. Ja, man kann hier auch schön mit den Fahrzeugen rumspielen, ja, weil man kann hier das Horn durchschalten, man kann Horn an ausschalten und so weiter. Schöne Spielerei, braucht man nicht, aber ist total cool. Man kann hier die diversen Hörner durchschalten. Martinshörner, wie gesagt, an oder Martinshorn an ausschalten, Presslufthorn, alles Mögliche. Alles, was man will, alles dabei. Alles, was das Herz begehrt. So, dann sind wir auch schon am Einsatzort angekommen. Dann müssen wir händig Heckwarne an, Blaulicht aus, Warnblinker an. Und dann schicken wir die Leute einfach mal ins Gebäude. Jawohl. Schön, dass da rechts und links die Türen aufgehen. Sonst Emergency-like ist ja immer irgendwie nur der Beifahrer. Höre. Wenn die ausgestiegen sind, kann man trotzdem aber noch das Fahrzeug durch die Gegend schicken. Wie irgendwie halt so Emergency-typisch. So. Dann sind die beiden drinnen, da müssen wir die gerade einfach mal hier den Patienten behandeln lassen. Wenn die fertig sind, dann wird der Patient vor die Tür gebracht, dann müssen wir die Trage ausrüsten und dann ab ins Krankenhaus. Beziehungsweise erstmal ab im Rettungswagen, dann ab ins Krankenhaus. Aber wie gesagt, man muss hier sehr viel selber klicken. Das ist halt eine andere Schwierigkeitsstufe, würde ich einfach mal sagen. Ist dadurch nicht schlecht, aber ist halt eine andere Schwierigkeitsstufe. Weil mit der Feuerwehr zum Beispiel, da muss man dann selber alles ausrüsten, um eine Wasserversorgung aufzubauen. Da muss man den Verteiler selber nehmen, dann kann man den erst irgendwo platzieren. Da muss man sich einen Schlauch holen, muss den dann anschließen, muss das mit dem Fahrzeug verbinden und so weiter und so fort. Ist an sich eine richtig coole Sache, aber ist halt, wenn es jetzt tatsächlich groß brennt, ist es richtig, richtig schwer, da irgendwie schnell was Gescheites aufgebaut zu bekommen oder die Fahrzeuge, die man hinschickt, gescheit einzusetzen. Weil bis man da dann alles aufgebaut hat, da geht schon mal die ein oder andere Minute rum und dann brennt natürlich schon ein bisschen mehr. Da muss man schon ein bisschen weiter vorausplanen. So, die sind gleich fertig. Da ist der Patient. Dann holen wir gerade mal die Trage, weil ich glaube, so über das Befehl, über das Fahrzeug, wie bei Lüdenscheid oder Wuppertal, funktioniert hier nicht. Wo man sich hier dran gewöhnen muss, ist, ich muss immer das Mausrad doppelklicken, um die Sicht zu drehen. Das ist auch sowas, wo ich mich erst tatsächlich dran gewöhnen muss. Da muss man sich dran gewöhnen. Wenn man es anders gewohnt ist, muss man sich dran gewöhnen. Genauso halt wie die ganzen Alarmierungen hier. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie umschalten kann, aber mit den F-Tasten funktioniert auf jeden Fall nichts. Kann sein, dass es einfach so ist. Aktuell noch. Ist aber wie gesagt auch nicht schlimm. Macht ja trotzdem Bock.
macht ja trotzdem Bock. Und man hat alle Freiheiten. Man weiß nur halt nie genau, welche Wache wo ist. Da kann man sich aber auch vorher informieren. Da gibt es auch Maps, glaube ich, für, wo man dann weiß, welche Wache wo ist. Ich glaube, wenn ich jetzt Taste R drücke, ich muss mich auch an die anderen Tastenbelegungen gewöhnen, weil die sind auch anders als bei den anderen beiden Modifikationen. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Aber egal, funktioniert ja. Was will man mehr? Also, eingestiegen, dann Tür zu, genau. Einsteigen und ab Richtung Krankenhaus. Mit Blaulicht sogar. Und das letzte Horn, was man halt eingestellt hatte, mit dem fahren die dann weiter ins Krankenhaus. Wir hatten dann gerade erst das ausgewählt gehabt. Ganz schön flott unterwegs, der Kollege. Naja, ich weiß auch gar nicht, wo das Krankenhaus jetzt ist. Deswegen folgen wir dem einfach mal. Ich weiß nicht, ob der da aus der Map rausfährt oder nicht. Oder keine Ahnung. Kann sein, dass der auch rausfährt aus der Map zum Krankenhaus. Sieht nämlich fast so aus. Sieht fast so aus. Mapgröße ist auch ziemlich riesig. Hier auf der normalen Bieberfelde Map. Wir haben hier auch einiges an Polizei zur Verfügung. Ich glaube, ich kann die aber nicht auf Streife schicken. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. So, da haben wir die ganzen Polizeifahrzeuge. Hier haben wir die Stadtwerke. Was haben wir hier? Der Entstördienst. Alles klar. Was haben wir oben? Wir haben auch noch Polizei. Hier am Bahnhof. Ja, typisch Bahnhof, steht auch immer Polizei rum. Finde ich aber auch cool. Ist ja in der Realität tatsächlich auch oft so. Gut, dann haben wir hier auch noch ein paar Polizeiwagen. So, machen wir einfach mal einen Schnelldurchlauf durch die Map. Es ist halt so ein bisschen Lüdenscheid-Feeling. Die Map ist so ein bisschen Lüdenscheid-mäßig. Ich glaube, es ist sogar die Lüdenscheid-Map, nur halt ein bisschen angepasst oder ein bisschen kleiner noch. Oder nee, die ist nicht kleiner. Das ist tatsächlich die Lüdenscheid-Map. Also von der Größe her ist es gleich, von der Bebauung her. Kann es leichte Abweichungen geben, aber ansonsten ist es auch wie die Lüdenscheid-Map. Ja, wir haben hier zum Beispiel auch die Polizeiwache, die ist genauso. Ja, es ist alles gleich so an sich. Bahnhof hier ist gleich, Busbahnhof ist gleich. Es kann sein, dass es sogar zu 100% die gleiche Map ist, dass nur die Wachen irgendwie anders gebaut worden sind. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob noch irgendwelche anderen Bauten verändert wurden oder nicht. So, hier haben wir noch irgendeinen schönen Bahnhof. Schöner Zug. So. Weil die Wache, ja, kennt man auch aus Lüdenscheid. Ich frag mich gerade, wer dann die Map gebaut hat. Das Lüdenscheid-Team oder Wuppertal-Team oder ob das Bieberfelde zuerst diese große Map gebaut hatte. Aber ich find's schön, dass die so zusammenarbeiten, die ganzen Mods, die ganzen Mod-Entwickler. Dass man eine gemeinsame große Map hatten, die halt es einfach mit anderen Stadt Fahrzeugen bestückt hat. Gekommen. Oh. Beenden Sie diese und kümmern Sie sich um mögliche Folge- und Personenschäden. Boah, sind die laut. Die sind ja echt laut. Was ist denn hier los? Ja. Wir sollten einen Polizisten mit einem Megafon einsetzen. Ah, er sagt sogar, wir sollten einen Polizisten mit Megafon einsetzen. Das hat mir bei den anderen Mods so ein bisschen gefehlt oder ich hab's überhört. Das kann natürlich alles sein. So, haben wir hier auch SEK, wäre ein bisschen übertrieben. Ich habe keine Ahnung, ich hätte gern so ein MTW hier, aber ich weiß halt nicht, was tatsächlich so ein großer MTW ist mit ganz vielen Polizisten dabei, falls es hier sowas überhaupt gibt. Ich weiß auch nicht, welche Fahrzeuge hier am Bahnhof stehen. Das ist gerade auch noch so eine Sache. Boah, die sind aber auch laut. Ist das Eagle? Könnte Eagle sein. Dann wollen wir auch die Eagles einsetzen. Ups, das Fahrzeug habe ich gerade schon losgeschickt. Ah, DB Notfallmanager ist auch vor Ort. So, dann schicken wir die zwei Eagles los. Das ist die Funkrufnahme Eagle. So, da kommt die Polizei und die fährt mitten durch. Oh. Hab schon gedacht, der mäht die jetzt voll um. So, wir haben ja auch viele Bösewichte. Transportfahrzeug, Biber, SEK, weiß ich nicht, brauchen wir das SEK?
Ein Hund wäre ganz cool. Was heißt das? Dehybl. Keine Ahnung. Ich kann mit diesen ganzen Abkürzungen wenig anfangen. ZFU-Streifenwagen ist bestimmt ziviler Funkstreifenwagen. Funkstreifenwagen. Großer Funkstreifenwagen, keine Ahnung. Gefangenen. Ah, okay. Können wir die ganzen bösen Bubis reinpacken? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, dann haben wir ja auf jeden Fall ja, einiges an Polizei. Bin bereit. In Ordnung. Das geht. Bin dabei. In einer sicheren Entfernung geparkt, würde ich einfach mal sagen. Da müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen festnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier auch Pfefferspray zur Verfügung haben oder nicht. Müssen wir gerade mal schauen. Ja, haben wir tatsächlich. Finde ich gut. Dann würde ich mal ein paar mit Pfeffer vorschicken und dann ein paar halt zum Festnehmen hinterher. Boah, seid ihr so laut? Boah, die haben aber Spaß hier bei der Brüllerei. Was gibt's? Jawohl. So, wir machen die Zwei-Seiten-Taktik. Höre. Wir machen die Zwei-Seiten-Taktik, beziehungsweise Drei-Seiten-Taktik. Oh. Eieiei. Beherrschung bitte. Da kommt der Nächste. Direkt mal Pfeffer in die Augen. Wird erledigt. Bin bereit. So, einmal ihn festnehmen. Er hat gerade auch zu kämpfen, deswegen gerade mal festnehmen. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Feuer klein. Ja, dann wollen wir das auch bei Feuer klein belassen. Deswegen schicke ich gerade mal die Feuerwehr hier hin. So. Hörst du auf, dich zu prügeln mit dem? Was geht denn los bei dir? Bin bereit. So, hier ist der Gefangenentransport. Den schicken wir gerade mal hier hin. Den brauchen wir hier vorne mehr. Da bin ich gerade mehr am Leute wegangeln. Könntest du bitte aufhören, meinen armen Polizisten zu prügeln? Okay, da haben wir noch zwei Personen. Die können wir hier von der Seite wegangeln. So, Taste E. Taste E. Und dann einmal hier Taste Z und festnehmen. Wird erledigt. Was gibt's? Taste Z und festnehmen. So, ihn ins Fahrzeug, ihn ins Fahrzeug. Ich weiß nicht, wie viele passen da rein. Sechs Stück? Sechs Stück. Okay, das ist gut. Bin bereit, kein Problem. Boah, wenn die sind so laut. Die sind so laut. Bin bereit. So, auch gerade mal hier durch. Was gibt's? Auch gerade mal da durch. So, dann laufen wir mal mit dem Megafon hier durch die Gegend und ziehen mal die ganzen Leute da weg. Die sind aber auch laut, meine Fresse. So, wie sieht's aus? Feuerwehr ist noch nicht da. Die ist noch auf dem Weg. Da, fährt sie. Ich würde die gerne hier vorne rauslotsen, ehrlich gesagt. Wenn hier mal ein bisschen Ruhe wieder einkehrt. Okay, das Fahrzeug ist voll, schicken wir direkt wieder weg. Falsche Taste gedrückt. Ja, Taste E ist wegschicken in Lüdenscheid und Wuppertal. Und hier ist es aussteigen. Da drückt man dann gerne mal falsch. So, da sind immer noch Leute da. Die schicken wir dann auch mal weg. Bin dabei. Schicken wir gerade, tun wir in die andere Richtung auflösen. Dann haben wir das ein bisschen getrennt. Jetzt wird es hier ja langsam auch wieder ruhig. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich gut. So, machen wir gerade mal ein Fotochen von der Demonstration. Hier kann ich auch alles ausblenden? Nee, kann ich hier nicht. Okay. Ich bin gerade aussehen auf Stream-Spielübertragung gekommen. Es kann sein, dass ihr jetzt kurz den Übergang seht. Sollte aber jetzt wieder bei der ganz normalen Aufnahme sein. Ah, Stream Deck, aussehen draufgekommen. So, alles klar, dann haben wir alle soweit weggeschafft. Ich weiß jetzt nicht, was er hier macht. Ich habe das Gefühl, er will wieder weiter demonstrieren. Nö, läuft einfach durch, alles klar. Ja gut, dann haben wir aber die Demonstration soweit auseinandergezogen. Und ach du Kacke. Zu Befehl. Ach du Kacke. Kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, ich rufe gerade nochmal das ein oder andere Feuerwehrfahrzeug hier mit her. Das sieht nämlich nach einem Chemiebetrieb aus und... Ich habe da nicht so ganz Interesse dran, dass hier jetzt so ein Chemiebrand ausbricht irgendwie oder was Größeres. Deswegen schicken wir gerade einfach mal ein bisschen mehr hierher. Einsatzleiter auch mal sicherheitshalber. Schadet ja nicht. Schadet ja nicht. Bin bereit. So. Ist in Arbeit.
TLF können wir auch gerade einfach mal mitschicken, sicherheitshalber, falls hier tatsächlich irgendein Chemiebrand ausbrechen sollte. Was gibt's? So, da hat jetzt nur eine Person den Atemschutz angezogen, bei den anderen machen wir das noch nachträglich. So, jetzt müssen wir hier theoretisch alles nach und nach aufbauen, dass das Fahrzeug mit Wasser versorgt wird. Wir sehen hier nur die Wasseranzeige, wenn wir auf das Fahrzeug draufklicken. So, wo haben wir denn einen Hydranten? Da haben wir einen Unterflughydranten. Da muss ich da drauf und dann aufs Fahrzeug klicken und dann stellt er da eine Verbindung her. Dann kann ich schon mal den nächsten mit einem Verteiler ausstatten. Da muss ich dann quasi vom Fahrzeug... Ja, wo schicken wir das hin? Machen wir einfach mal hier hin. Dahin. Dann baut das die Person auf. Dann muss ich einen Schlauch nehmen. So, ich hoffe, die Gefangenen werden gerade weggebracht. Können wir auch schon mal wieder zurückschicken. Soweit, so gut. So, Verteiler ist jetzt aufgebaut. Jetzt muss ich hier theoretisch auch nochmal einen Schlauch auswählen. Er hat einen Schlauch. Jetzt kann ich auf den Verteiler klicken und dann wird da die Wasserverbindung hergestellt quasi. Die Schlauchverbindung hergestellt und dann können wir theoretisch anfangen zu löschen. Wobei das mit dem Löschen gerade schwierig erscheint. Er meint hier komplett außenrum jetzt äumeln zu müssen. Da kommen aber schon die weiteren Fahrzeuge, um den Brand hier ein bisschen einzudämmen. Weil die kommen da anscheinend nicht mehr dran, oder? Doch, er kommt da dran. Das ist gut. So, hier haben wir noch einen rumstehen. Der kann sich auch noch einen Schlauch nehmen. Kein Problem. Und dann kann der auch anfangen zu löschen. Okay. So, perfekt. Ja. Da ist das nächste Fahrzeug von der Berufsfeuerwehrwache 1 da. Sehen wir hier ganz groß auf der Scheibe. Ja, außer dem Atemschutz kann man so oft drücken, wie man will. Normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, da rüstet sich immer nur einer damit aus irgendwie bei der Mod. Ob es tatsächlich so ist, sehen wir jetzt. Ja, ist tatsächlich so. Beziehungsweise zwei Stück haben sich mit ausgerüstet. Die anderen lassen wir jetzt gerade sich wieder umziehen. Erwarte Befehle. Macht es halt sicherheitshalber lieber immer so. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo die Möglichkeit haben, Wasser herzukriegen. Er ist einfach mit dem Schnellangriff einmal komplett um das Gebäude rumgerannt. Die anderen rennen jetzt hinterher. Okay, das ist auch noch nicht so ganz realistisch in dem Falle. Egal. Was gibt's? Hauptsache es wird gelöscht. Ja gut, dann schaue ich. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo Wasser her noch kriegen kann, aber ich glaube nicht. Das ist natürlich komplett übertrieben, dass gerade hier mit dem Schnellangriffsschlauch einmal durch den halben Ort gelaufen wird und mit den anderen Schläuchen. Aber egal. Egal. So, der Polizeieinsatz ist quasi beendet. Bin bereit. Sehen wir hier irgendwo einen Hydranten? Da hinten wäre einer. Ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist, aber wir stellen auf jeden Fall mal eine Verbindung her. So, zack, zack, dann rennt er los. Notfalls haben wir das TLF noch rumstehen. So, wo war der Polizeieinsatz? Den hatten wir hier. Dann schicke ich da gerade mal die ganzen Fahrzeuge wieder zurück. Mit der Taste R, nicht Taste E. Ja, hat aber gut funktioniert, finde ich. Haben wir so ein bisschen aus der Menge rausgezogen. Hat gut geklappt. So, Brand sollte gelöscht sein. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um so, erst da hinten fleißig am Aufbauen. Ja, ihr könnt zusammenpacken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt, dass die auch wieder den Weg zurücklaufen. Er scheißt einfach auf alles. Er ist Jesus, er kann durch Wände gehen. Notruf, Gebäudebrand, Ursache unbekannt. Es befinden sich noch Personen im brennenden Gebäude. Oh. Retten Sie sie. In Ordnung. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Oh. Wo sind wir denn da auf der Minimap? In der Nähe von der Berufsfeuerwehrwache 1. Alles klar. Der ELW ist gerade bei dem anderen Einsatz. Der kommt aber jetzt direkt wieder her. Den habe ich ja schon losgeschickt. Die DLK, die würde ich mir auch gerne mal hierher ordern. Die DLK kann hier löschen ohne Wasserversorgung, was eine ganz gute Sache ist. Das TLF habe ich auch schon zurückgeschickt, das können wir auch gerade mal hierher schicken. So, dann müssen wir gerade mal gucken. Die zwei HLS von der Wache 1 sind schon unterwegs, die sind gerade noch am Zusammenpacken. Wir haben aber ja noch die ein oder andere Wache hier zur Verfügung. Feuerwehrwache 2 muss jetzt hergefahren kommen, ist natürlich jetzt ein bisschen weiter weg, aber gut, was will man machen? Da haben wir wenigstens ein Fahrzeug schon mal losgeschickt. Die anderen schicke ich dann gleich noch dazu, wenn die hier fertig sind, zusammenpacken. Bin bereit. So, Achtung, Tank ist aufgefüllt. Bei einem Brandausbruch wurden Personen im Gebäude eingesperrt. Jawohl.
Rüsten Sie einen Feuerwehrmann mit einer Axt aus und holen Sie die Opfer da raus. Ja, ich hole die Opfer da raus. So, dann brauchen wir aber auch noch Rettungswagen. Rettungswagen können wir aber aus der Feuerwache 1 nehmen. Ich bin nur am überlegen, wo ich die gerade mal hinstelle. Ich stelle die gerade mal, ja, hier drüben hin. So, ein Rettungswagen, ein zweiter Rettungswagen. Es sind 3 Personen eingeschlossen. Ich nehme jetzt einfach mal 3 Rettungswagen. So, und mal ein NEF hinzu. Die Polizei holen wir auch gerade mal mit dabei. So, ich höre schon ein Feuerwehrfahrzeug. Da kommt die DLK angefahren. Schlängelt sich durch die Baustelle. So, ich guck hier gerade nochmal nach den anderen Fahrzeugen. Wie sieht's denn aus? Die fahren gleich weg. Die fahren auch gleich weg. Dann kann ich die gerade noch dann dahin schicken. Weil mit einem Fahrzeug werde ich das schlecht unter Kontrolle kriegen, beziehungsweise mit 2 mit dem TLF. So, da schlängeln sich auch die anderen Fahrzeuge durch die Baustelle. Das sieht schon cool aus, wie die da durchfahren. Es sieht so aus, als könnten die das. Finde ich schön. Wegfindung funktioniert auf jeden Fall. Ja, kein Problem. So, manchmal löscht die aber irgendwie auch nicht, habe ich festgestellt. Man kann es zwar auswählen, aber er sagt nö. Einfach nur nö. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir so, gerade mal drehen. Um uns zu platzieren. Rettungswagen stehen da. Feuerwehr rufen wir jetzt auch nochmal. Ich könnte noch die freiwillige Feuerwehr rufen, aber wir haben jetzt theoretisch gleich die anderen Fahrzeuge hier. Die sind ja nicht ganz so weit weg. Das HLF, ich weiß nicht, ob wir auch von der Seite aus löschen können. Ich denke schon, dann stellen wir uns halt hier in die Baustelle mal mit rein. Ist zwar die Durchfahrt nicht mehr ganz so gut möglich, aber das will man machen. Passt schon. Was geht's? Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Höre. So, schauen wir gerade mal, dass wir hier irgendwie Wasser versorgen. Was macht er? Geht er spazieren? Alles klar. Tschüss. So, die Polizei schlägt sich auch durch. Die Feuerwehr kommt auch angefahren. Die anderen Fahrzeuge, perfekt. Kriegen wir hier irgendwo Wasser her? Ist gerade so meine Hauptfrage. Sieht nämlich überhaupt nicht so aus. Das ist natürlich wieder beschissen. Wir keine Wasserversorgung herkriegen, ist natürlich wieder richtig beschissen. Verstanden. So, der nächste Rettungswagen kommt auch. Hier steht schon alles parat. Polizei, Notarzt, Rettungswagen, er kürzt ab. Was gibt's? Kein Problem, alles ist in Arbeit. Bin dabei. Ja? So, die zwei machen sich startklar. Hier wird sie auch startklar gemacht. Die DLK will hier in dem Fall nicht löschen. Ich hatte nämlich mal kurz angespielt gehabt vorher und da konnte ich mit der DLK tatsächlich einfach so löschen. Ohne Wasserversorgung, ohne irgendwas. Einfach aufgebaut, zack, ging das. Jetzt will sie gerade nicht. Ja. So, jetzt kann ich die anderen auch aussteigen lassen. Dann machen wir das auch direkt. Ja, die Baustelle brennt auch. Juhu. Juhu. Sofort, bin dabei. Machen wir auch erstmal schnell Angriff, weil bis ich hier alles zusammengeklickt habe, geht eine Riesenzeit vorbei. Geht wirklich schnell die Zeit vorbei. Ich brauche aber unbedingt eine Wasserversorgung hier. Aber wir haben tatsächlich keinen Hydranten irgendwo in der Nähe. Das ist halt natürlich richtig, richtig fies, richtig bitter. Oder habe ich da was unter der DLK übersehen? Nee, habe ich nicht. Hab gerade gedacht. Ja, gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen einfach mit der Situation umgehen. Und schauen, dass wir hier trotzdem das Gebäude gelöscht bekommen und die Person aus dem Gebäude befreien. Einsatz fehlgeschlagen. Was? Viele der Opfer sind gestorben. Da wollte ich mich gleich drum kümmern. Erwarte Befehl. Ich wollte jetzt hier einen Verteiler einsetzen, die Fahrzeuge ablöschen lassen und dann wollte ich da reingehen. Ja, dass sich das Feuer nicht weiter ausbreitet, aber okay. Bin bereit. Warum nicht? Warum nicht? Sofort. Warum nicht? Ja. Kein Problem. Habe ich mir das Löschen gespart, ist auch nicht schlecht. Erwarte Befehle. Weil ohne Wasserversorgung hier ist halt tatsächlich sehr schlecht. Kein Problem. Naja, schicken wir alle wieder zurück. War nur eine Übung, nichts passiert. War nur eine Übung. So. Alles nur Übung. Bewusstlose Person, seit wann das? Na gut. Wo sind wir denn? Sind wir wieder bei der Rettungswache? Was war das? Rettungsdienst 1, glaube ich, genau. Bewusstlose Person, er bewegt sich aber. So bewusstlos kann er gar nicht sein. Er sieht jedenfalls nicht bewusstlos aus, sagen wir es mal so.
Ah, doch, wobei. Kann schon sein. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Irgendwo läuft hier ein Feuerwehrmann spazieren. Der ist vorhin losgelaufen vom TLF, ich weiß aber nicht, wo er hin will. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Ich glaube, er rennt jetzt wieder zurück zum TLF. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, Meckes, wir sind wieder am Bahnhof. Da ist die Hauptfeuerwehrwache recht nah. Da können wir hier den Rettungswagen hinschicken. So, leblose Person. Ich würde, leblos klingt halt einfach so nach Notarzt. Ja? Bewusstlose Person klingt halb so schlimm. So, machen wir alles an am Fahrzeug. Also Blaulicht aus, Heckwarner an, Warnblinker an. Was geht's? Und dann einfach mal behandeln lassen. Ich weiß nicht, ob er sich den Rucksack holt oder nicht. Oder ob es reicht, wenn er so behandelt. Das sehen wir gleich. Ich weiß nicht, wo er hinläuft. Okay, er läuft ein bisschen außen rum. Bin bereit. Kann sein, dass man den Rucksack hier gar nicht braucht. Sehen wir jetzt gleich. Ich glaube, er macht nichts. Ich glaube, er braucht seinen Rucksack. Dann soll er sich den Rucksack nehmen. Ja, hätte ja sein können, dass es trotzdem funktioniert. Aber ist anscheinend nicht der Fall. Naja, man muss halt tatsächlich hier wirklich sehr viel händig machen. Sehr viel selber. Zu Befehl. So, geh mal weg. Lass mal ihn mit dem Täschchen dran. Mit dem Koffer. Höre. In Ordnung. Ja, er behandelt jetzt. Also tatsächlich muss man das alles selber auch auswählen. Gut zu wissen. So, zack, zack, zack. Höre. Zack. Zack. So. Dann einmal Notarzt aussteigen lassen. Dann müssen wir auch den Koffer wahrscheinlich nehmen. Was geht's? Okay, er rennt aber selber hin und holt den Koffer. Das ist gut. Guter Mann. Ganz guter Mann. So, und jetzt bitte einmal die Patientin. Das Patient. Nee, das müsste eine Frau sein. Die Patientin behandeln. So, und einer von euch bitte schon mal die Trage nehmen, dass wir dann so schnell wie möglich ins Krankenhaus fahren können, wenn hier schon eine leblose Person rumliegt. Da ist fertig behandelt, können wir direkt aufladen und dann ab ins Krankenhaus. So, machen wir hier gerade auch nochmal ein Foto von, aber ohne Blaulicht, aber gut. Und er steht im Fahrzeug drin, sollte ich vielleicht auch nochmal wegschicken erstmal. Das sieht dann auch nochmal ein bisschen hübscher aus für ein Fotochen. So, jetzt aber. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Welche Stelle? Erwarte Befehle. Jawohl. So, dann haben wir die zwei Rettungsdiensteinsätze auch abgearbeitet. Immer noch das Martinshorn, was wir ja selber eingestellt hatten. Der wechselt da nicht durch mit. Kann man quasi selber für jedes Fahrzeug einstellen, wie man es haben möchte. So, dann nehmen wir gerade mal die Person auf. So, gerade mal nebenbei aufs Handy ausgeschaut. Und jetzt können wir wieder hier voll konzentriert durchstarten. Was geht's? So, die bringen die Person jetzt weg. Ich denke mal, oder weiß nicht, ob wir Notarztbegleitung brauchen oder nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Die sind ja auf dem Weg ins Krankenhaus. Perfekt. Er geht jetzt erstmal eine Runde spazieren. Ah, okay, er geht da vorne lang. Warum nicht hier? Keine Ahnung, aber egal. Hauptsache, er findet einen Weg zum Rettungswagen.
scheinen ohne Notarzt zu fahren. Das ist gut. Gut, dann kann der Notarzt zurück. Die sind bei der Notaufnahme angekommen. Okay, hier ist also auch das Krankenhaus, genau wie bei Lüdenscheid. Alles klar. Gut, dann fahr die auch nicht aus der Map raus, sondern hier ist einfach nur kein Symbol so wirklich. Gut. Ich frage mich gerade wirklich halt, wer diese Map entworfen hat. Ob das das Bieberfelde-Team war oder ob das die Lüdenscheid-Teamleute waren oder ob das einfach, keine Ahnung, Kooperation von beiden. Die waren aber schnell fertig. Gerade rausgeschmissen während der Fahrt, glaube ich. Und dann weiter geht's direkt. Aber theoretisch müsste ja dann auch hier irgendwo das andere Krankenhaus sein. Ich glaube hier. Also hier steht bei der Lüdenscheid-Modifikation das andere Krankenhaus. Hier ist jetzt noch Baustelle in Bieberfelde. Da war anscheinend gerade erst Tommy-Abbau unterwegs. Und in Lüdenscheid steht hier dann das Krankenhaus, das andere. Ja, cool. Ja, cool. Ja, mal Hermes. Busdepot. Ui, schön. Citaro. MAN. Schön, 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 schön. So, sind auch angekommen beim Krankenhaus. Sehr schön. Gerade nochmal ganz kurz Blaulicht angemacht. Alles klar, warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände. So, wo sind wir denn auf der Minimap? Wir sind hier unten. Ich weiß nicht, welche Feuerwache das hier ist. Das hier, irgendwo muss eine Feuerwache sein. Ich sehe sie nur gerade nicht da. Freiwillige Feuerwehr, Löschzug 4. Zentrum. Alles klar, Löschzug 4. Wollen wir mal Löschzug 4 holen? Müsste Freiwillige Feuerwehr, Löschzug 4. Sind am nächsten dran. Wahrscheinlich aber, weil es Freiwillige Feuerwehr ist, sind die wahrscheinlich ein bisschen später dran als die Berufsfeuerwehr, wenn ich die von hinten hier hinten holen würde, weil das müsste ja eigentlich Berufsfeuerwehr sein, oder? Oder ist es auch Freiwillige Feuerwehr? Ich weiß es nicht. Was ist mit dem Auto passiert? Ein alter Opel. So, mal gucken, wie lange hier die Freiwillige Feuerwehr braucht. Na, das Tor ist schon mal offen. Das Licht vom Fahrzeug ist auch schon mal an. Das ist schon mal die halbe Miete, würde ich sagen. Notruf. Ausbruch eines Waldbrandes. Ursache unbekannt. Das muss doch nicht sein. Löschen Sie alle Brände. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer der Brände und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Das muss doch echt nicht sein. Jetzt nochmal so ein Waldbrand hier hinterher. Ja, was schicken wir da alles hin? Wasserversorgung gibt es hier hinten nicht. Kennen wir aus der Lüdenscheid-Modifikation. Hier hinten ist tatsächlich extrem schlecht. Ups, habe ich schon ausgewählt. Ja, ja, was nehmen wir denn da alles? Aus dem See hier kann ich, glaube ich, auch kein Wasser rausnehmen. Das geht hier, glaube ich, auch nicht. Ich platziere mich mal hier hinten. Ich weiß noch nicht, ob wir hier nochmal ein Fahrzeug hinschicken wollen. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich schicke mal alles raus, was rausschicken geht. Glaube ich. Wir sollten das Löschflugzeug einsetzen, um den Waldbrand zu bekämpfen. Das Löschwasser vom Flugzeug löscht nicht nur einen brennenden Baum, sondern gleich mehrere im Umkreis. Wir müssen nur darauf achten, das Wasser nicht über Personen abzuwerfen. Ja, komm. Kommandowagen, einfach weil er cool aussieht. So, Berufsfeuerwehr schicken wir auch noch ein ELW hin. Weiß nicht, ob wir das irgendwie brauchen könnten oder nicht. GW-Taucher, Rüstwagen 1.
Was ist GWL? Kann man damit Wasserversorgung herstellen? Ach, keine Ahnung. Wir schicken. Hauptsache, es ist rot und blinkt blau. Was geht's? Alles klar, ist der Arbeit. Kein Problem. So, ich würde hier gerne wieder die Ich hau alle Bäume weg Taktik fahren. Ja? Ehrlich gesagt. Verstanden. Ich hau alle Bäume weg Taktik. Damit die Ausbreitung eingedämmt ist. Was gibt's? Jawohl. So, und bitte alle Atemschutz anziehen, sonst fallt ihr mir vielleicht einer nach dem anderen um und das muss nicht sein. Wir sollten einen Bereich auswählen, um uns zu platzieren. Erwarte Befehle. So. Bin bereit. Baumweghautaktik. Wir fangen mal an damit. Auch hier würde ich gerne anfangen. Kein Problem. So, und hier brennen mittlerweile schon lauter Garagen. Sehr schön. Jawohl, das gemacht. Jawohl. Was geht's? Zu Befehl. Ja, wäre schön, wenn man auf jeden Fall die Garagen hier noch retten könnte. Aber gut. Höre. Da bräuchte man vielleicht auch nochmal ein Fahrzeug. Falsch, wollte ich nicht. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Dabei. Ja, das ist jetzt natürlich die Sache, weil hier, bis ich hier alles aufgebaut habe, das dauert ein bisschen. Wird gemacht. Und wir haben, glaube ich, schon wieder keine Wasserversorgung in der Nähe, oder? Hier könnte man theoretisch einen Hydrant benutzen. Ich weiß nicht, ob das zu weit weg ist. Wir probieren es mal. Von da nach da. Läuft aber los, finde ich gut. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall einen Verteiler. Zu Befehl. Er kann sich schon mal einen Schlauch nehmen. Okay. Und er soll einfach nur die Brandausbreitung mal eindämmen. So, Verteiler von dem Fahrzeug bis dahin. Erwarte Befehle. So, Feuerwald. Müssen wir auch mal weiter gucken. Höre. Bin bereit. Was gibt's? Okay. Verstanden. Was gibt's? Was gibt's? Sofort. Erwarte Befehle. Bin bereit. Ja? Verstanden. So. Erwarte Befehle. Was haben wir hier Schönes? Schlauch, Schlauch. Höre. Ich wollte eigentlich die Kettensäge. Was gibt's? Hab ich mich verklickt. Passiert. Bin bereit. So. Bin dabei. Dann wollen wir mal. Ja? Ist in Arbeit. Ich will hier wieder so eine kleine Schneise reinhauen. Dann kann sich da das Feuer nicht wirklich ausbreiten und dann. Alles gechillt. Alles gechillt. So, die haben auch noch ein bisschen Wasser im Tank drin für einen Notfall. Das ist auch nicht schlecht. Bin bereit. Können wir hier gerade auch noch den Baum weghauen. Den können wir auch noch weghauen. Wird erledigt. Habe ich noch eine Kettensäge dabei? Komm, da geht noch was. So, Verteiler liegt schon mal da. Dann haben wir hier Schlauch. Er hat schon einen in der Hand. Ist in Arbeit. Dann können wir. Was macht er? Er hat sich wohl ein bisschen aufgehängt. Doofe Sache, aber gut. Dann können wir nur das Wasser nutzen, was wir hier gerade da haben. Kann ich ihn wegschicken? Ja. Ich kann nichts mit ihm machen. Er hat sich tatsächlich verabschiedet. Schade. So, da liegt auch der nächste Baum. Dann können wir hier noch die Büsche wegkloppen von mir aus. Jawohl. Also den Baum noch weg. Und da kommt er nicht dran. Dann fahren wir gerade mal mit dem PLF hier ein bisschen vor. Was gibt's? Mit dem Baum können wir auch noch wegkloppen. Den kloppen wir auch mal weg. Hier können wir noch den einen Busch wegkloppen. Bin bereit. Wird erledigt. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie aktivieren muss oder nicht. Anscheinend nicht. Keine Ahnung. Kann ich mit dem... falsche Taste. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich das Fahrzeug hier hinten auf die Wiese drauf schicken. Habe ihn aussteigen lassen. Egal. So, nächster Baum fällt. Wird gemacht. So, jetzt gerne aussteigen, wenn ihr wollt. Ich würde noch näher ranfahren. Ja, die machen jetzt Dinge, die sie eigentlich gar nicht machen können. Ich habe auch so ins Fahrzeug weggeschickt, aber egal. Die machen trotzdem, ziehen trotzdem ihr Ding durch. Jetzt funktioniert das natürlich auch nicht mehr. Verstanden. Ach, Mann. Ich schicke das Fahrzeug nochmal weg. Ich schicke das Fahrzeug hier hin. So.
fahr du mal dahin, die schicke ich weg, die schicke ich in Urlaub, die sind überfordert. Gut. Bin bereit. Haben wir auf jeden Fall genug weggekloppt, dann kann ich das vorher gar nicht mehr weiter ausbreiten. Die wollen jetzt nicht zurückfahren oder doch? Die fahren zurück. Warum wird hier nicht weiter gekühlt? Ist der Tank schon leer? Der Tank ist schon leer. Und das alles nur, weil er da sich festgebackt hat. Das ist kacke. Das ist kacke, ganz ehrlich. Ja, alles klar. Ich brauche Wasserversorgung, ich brauche alles Mögliche. Wird gemacht. Ohne Wasser kann ich nicht löschen. Da habe ich jetzt ein riesen Chaos. Das ist super. Eieieiei. Meint ihr, das klappt, wenn ich da nochmal einen draufklick? Vielleicht funktioniert es dann. Alles klar. Gucken, ob der sich auch festbackt. Wenn ja, dann höre ich auf. Dann höre ich auf. Dann ist Feierabend für heute. Eieiei. Komm, steig mal aus, löscht du kannst wegfahren, die brauche ich nicht mehr. Dann können wir dich gleich zum nächsten Brand schicken, dich brauche ich gerade auch nicht mehr hier. Euch alle kann ich auch wegschicken. In Ordnung. Wegschicken, wegschicken, wegschicken. Der kann auch weg. Ist in Arbeit. Wir haben ja nur noch das eine Gebüsch hier zu löschen quasi. Da haben wir bestimmt gleich einen Hausbrand. Okay, er hat aber was gemacht, das ist schon mal gut. Er hat sich ja komplett verabschiedet. So, vielleicht. Okay. Irgendwas ist gerade komplett buggy. Aber ich konnte ihn jetzt wieder wegschicken. Das ist schon mal eine gute Sache. So, er hat einen Schlauch. Können wir da Verbindung von dem Fahrzeug zu dem herstellen? Funktioniert das? Wahrscheinlich nicht. Ich probier's lieber gar nicht. So, Verteiler dann. Bauen wir hier langsam mal so ein bisschen was auf. Sofort. Da wird eh gleich die Hütte brennen oder die brennt schon. Ja, die brennt schon. Wundert mich gar nicht. Wundert mich gar nicht. So, hast du einen Verteiler in der Hand? Ja, Verteiler von dem Fahrzeug zu dem Fahrzeug. Wie ich da eine Wasserversorgung hinkriege, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht, ich kann es nochmal ausprobieren, wenn ich da jemand anderes hinschicke vielleicht. Oder ihn nochmal neu ausrüste. Das ist natürlich jetzt echt doof. Das ist natürlich echt doof. War eigentlich so ein kleiner Brand, den hätten wir locker in den Griff kriegen können, aber dadurch, dass das Wasser jetzt ausgegangen ist, ja. Naja. Und dadurch, dass man hier alles selber klicken muss, ist halt auch so eine Sache. Da hinten hätten wir noch einen Hydranten. Er ist aber ziemlich weit weg. Sofort. Wir probieren es trotzdem mal, dass wir hier wieder eine Wasserversorgung herkriegen. So, wie sieht's aus? Hat jemand einen Schlauch in der Hand? Nee, keiner. Wir sollten einen anderen Bereich zu Befehl. Was geht's? Keiner. So, jetzt klingelt mein Handy mal wieder. Wie immer. Wie immer. Jeden Tag das Gleiche und ich gehe selten dran, weil ich zu der Uhrzeit immer am Aufnehmen bin. So. Verstanden. Was gibt's? Mal gucken, ob wir gleich eine Wasserversorgung haben. Er baut auf jeden Fall auf. Höre. Das ist so ärgerlich. Das hätte tatsächlich alles nicht sein müssen. Ja, DLK schicken wir auch nochmal hierher. Und HLF, das andere, schicken wir auch nochmal hierher, werden wir jetzt auch brauchen. So wird aus einem kleinen Brand eine Riesensache. Höre. Was gibt's? Höre. Erwarte Befehle. So, theoretisch müsste das Fahrzeug jetzt wieder aufgefüllt werden. Ja, dann fangt an zu löschen. Worauf wartet ihr? Kein Problem. Worauf wartet ihr? Bin dabei. Höre. Die wollen nicht. Ja, alles klar. Erwarte Befehle. Jawohl. Warum? Wir sind doch hier angeschlossen. Der Tank ist voll von dem Ding. Ich glaube hier, das ist auch ein bisschen buggy. Hat deswegen jetzt die Leute hier kaputt gemacht. Ist in Arbeit. Ach, Menno. Gut, habe ich hier noch irgendeine Person frei? Ja, du, komm mal her. Bringt auch nichts. Oh Mann, jetzt funktioniert das Fahrzeug, was nicht funktioniert hat, weil das erst buggy war, jetzt funktioniert das. Ach ja, ich meine, die Mod ist cool, aber durch dieses ganze zu genau rumgeklicke ist es halt auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Und wenn es dann nicht so richtig funktioniert, ist es doppelt und dreifach anstrengend. Sofort. So. Da ist das nächste Fahrzeug. Da, ja, ihr steht jetzt hier rum, ihr habt einen vollen Wassertank, aber ihr wollt nicht löschen, weil halt nicht. Bin bereit. Ja? Ich kann das hier auch nicht mehr wegpacken. Also da ist irgendwie, ja.
Na gut. Ja. Dann halt so. Alles kein Problem. Starten wir halt hier auch noch durch. Warum löscht ihr jetzt schon wieder nicht? Ja, höre. Haben Sie eine kurze Gedenkpause gemacht? Jetzt geht's aber wieder weiter. Ja, erwarte Befehle. Die kleine Gedenkpause, jawohl, ganz wichtig. Sofort. Bin bereit. In Ordnung. Bin bereit. So, dann einmal das. Was gibt's? Erwarte einmal Befehle. Das. Verstanden. Einmal. Ich weiß nicht, haben wir hier einen Hydranten in der Nähe oder nicht? Was gibt's? Erwarte Befehle. Ah, direkt um die Ecke. Das ist gut. Okay. So, von da nach ist da. Bin bereit. Bin dabei. Ein Verteilerlein. So, von dem Fahrzeug einfach mal dahin. Das passt schon. Die DLK kann das Gebäude löschen, wenn sie will. Will aber auch nicht. Ja, auch egal. Ihr wollt schon wieder nicht löschen, jetzt auf einmal wieder. Ja. Hier, die kann ich eigentlich wegschicken. Die kann ich eigentlich wegschicken. Mal gucken, ob sie es abbauen. Die machen eh nichts. Die stehen da eh nur rum und machen nichts. Ja, wird erledigt. So, dann, wie sieht's hier aus? Brauchen wir Schläuche. Jawohl. Schlauch und Schlauch. Und hier er auch Schlauch. Zu Befehl. Höre. Ist in Arbeit. Ja. Alles klar. Okay, er rennt dahin und will es wahrscheinlich abbauen. Mal gucken, ob er rennt mit Schlauch dahin. Okay, gut. Motivierter Mann. Was geht's? Wie sieht's hier aus? Erwarte Befehl. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwo eine Trant? Da haben wir einen. So, Gebäude müsste gelöscht sein. Jetzt sind es nur noch die Garagen, die hier am Brennen sind. Dann müssen wir noch die Polizei herschicken mit einem Abschlepper. Verkehrsunfall. Fahrzeuge sind zusammengestoßen. Den werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich werde nach dem Brand hier aufhören. Schleppen Sie alle Opfer und schleppen Sie die Unfallfahrzeuge ab. Ich habe hier leider auch keinen Einsatzstopp. Anhand Ihrer Aufgabenliste, was sonst noch zu tun ist. Ich habe hier leider keinen Einsatzstopp bei der Modifikation. Ich muss sagen, ich mag die Modifikation schon. Ich finde die Fahrzeugmodelle schön. Ich finde es auch cool, dass man hier theoretisch erwarte Befehle. Ganz cool die Sachen aufbauen kann und alles verschlauchen kann und anschließen kann. Aber andererseits finde ich es halt persönlich zu anstrengend, wenn man hier tatsächlich, ja, wie gesagt, man muss erstmal hier das Standrohr auswählen, dann muss man den Hydrant auswählen, das Fahrzeug auswählen, dann muss man einen Verteiler auswählen, dann den Schlauch auswählen, dann das. Man kommt eigentlich gar nicht dazu. Und wie man hier sieht, es ist auch noch ein bisschen buglastiger als die anderen Modifikationen. Warum er jetzt die Garage da löscht, keine Ahnung, aber es ist halt alles ein bisschen, ja, noch nicht so hundertprozentig ausgereift oder so ausgereift wie bei der Lüdenscheid-Modifikation oder Wuppertal-Modifikation, finde ich. Und ja, hier werden ja auch noch für diese Modifikation ein paar Programmierer gesucht, damit das alles noch besser wird und cooler wird und. Ja, also wer programmieren kann, gerne sich bei dem Mod-Team melden, die freuen sich drüber. Ja, ansonsten, wie gesagt, coole Fahrzeuge, ist coole Map, ist die gleiche wie bei der Lüdenscheid-Modifikation. Coole Skins, coole Funktionen auch drin, wie gesagt, mit dem Horn durchhalten und so weiter und so fort. Aber man muss hier tatsächlich halt alles selber machen, wie zum Beispiel Warnblinker, Heckwarner und so weiter. Muss man alles selber anklicken. Und das ist halt alles extrem, extrem, extrem zeitaufwendig. Da kommt man eigentlich kaum dazu, weil man sich um so viele andere Sachen kümmern muss. Auch mit der Schlauchlogik ist es stellenweise noch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, das ist bei der Lüdenscheid-Modifikation auch manchmal so, aber er zum Beispiel ist jetzt einmal hier komplett außenrum gerannt mit seinem Schlauch. Komplett außenrum. Und rennt jetzt komplett die andere Richtung noch außenrum. Es ist alles noch nicht so hundertprozentig ausgereift. Auch dieses Alarmierungssystem. Es ist cool, dass man das so auswählen kann, aber ja, mit diesem anderen Alarmierungsmenü ist es halt irgendwie nochmal eine Stufe cooler, weil man halt einfach dann Stichwort-Alarmierung auswählen kann, wenn man nicht weiß, welches Fahrzeug am nächsten ist, und dann kommt das nächstgelegene Fahrzeug automatisch angefahren. Deswegen, die Mod ist nicht schlecht, man muss sich aber halt, glaube ich, noch mehr mit beschäftigen, sich mehr einarbeiten und so weiter und so fort. Und ist im Einzelspieler halt ziemlich anstrengend. Ich glaube, im Multiplayer ist das ganz cool. Ich denke mal, die geht auch im Multiplayer. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn man sich halt tatsächlich um alles gleichzeitig kümmern soll und dann der Fahrzeugtank leer wird und dann funktioniert das nicht mehr und da, dann ist halt dann ein bisschen schwieriger.
Aber naja, wie gesagt, jetzt haben wir auch mal die Biberfelde-Modifikation gesehen, aber ich glaube, ich werde die im Let's Play erstmal nicht weiter zeigen. Da spiele ich lieber die Wuppertal-Modifikation oder die Lüdenscheid-Modifikation. Aber wir haben jetzt wenigstens auch mal die Biberfelde-Modifikation gesehen, würde ich sagen. So, Fahrzeug abschleppen, okay, da wäre noch ein Fahrzeug, aber ich denke mal, das brauchen wir jetzt auch nicht nochmal hier sehen, wie man Fahrzeug abschleppt. Mit dem Abschleppen hat aber gerade gut funktioniert, muss man sagen. Besser als bei den anderen Mods. Kann ein Zufall gewesen sein, muss aber nicht. Ansonsten, okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und mega unterstützen. Und ja, gerne auch dem Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Auch meine ganzen anderen Social-Media-Präsenzen sind quasi da in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne draufklicken. Würde mich sehr freuen. Und ja, gerne auch Kanalmitglied werden. Genau. Und natürlich Discord-Server beitreten. Ganz wichtig. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.